Liebe Schüler, überanstrengt euch nicht, schont eure Stimme, denn es könnte sein, dass ihr morgen im Unterricht ein Gedicht von Schiller aufsagen müsst. Wir als AfD sind heute hier und es werden wir jetzt öfter da sein. Jede Woche könnt ihr hier sein. Jede Woche. Mal sehen, wer mehr Ausdauer hat. Wir haben eine hohe Inflation mit einem nie dagewesenen Kaufkraftverlust. Wir haben Energiepreise, die gigantisch hoch sind. Wer einkaufen geht, weiß, wie hoch die Lebensmittelpreise sind. Die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist hausgemacht. Und wir, die Deutschen, zahlen das mit unseren Steuergeldern. Genau wie die Waffenlieferung in die Ukraine. Das lehnt die AfD immer und immer wieder ab. Genauso sinnlos sind die in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder verschärften Sanktionen gegen Russland. Man kann von diesem Krieg halten, was man will. Und ich gebe selber zu, dass ich jetzt nicht unbedingt derjenige bin, der den Russen auf den Knien entgegenrutscht. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich weiß, was die auch hier für einen Scheiß verbrochen haben. Deswegen meine Meinung dort, Neutralität ist angesagt für Deutschland. Neutralität, wir sind Deutsche, wir können auf uns stolz sein. Wir sind auch eine Nation, die an Europa was zu sagen hat. So, dass da mal klar ist, was wir im Landtag machen, ganz kurz. Wir fordern mit Anträgen im Sächsischen Landtag zum Thema Migration. Wir haben jetzt erst vor kurzem den Antrag Butterbrot statt Bargeld, also Sachleistung statt Geldleistung gefordert. Und dieser Antrag wurde von Kretschmer und seiner CDU abgelehnt. Grenzen sichern, akute Gefahren abwehren, auch ein Antrag von uns. Unkontrollierte Masseneinwanderung verhindern, reagieren die drauf. Sehr gut. EU-Asylpaket nachverhandeln. Oder der nächste Antrag, kein zweites 2015. Alle Anträge abgelehnt. Jetzt kommt Kretschmer um die Ecke und fordert unsere Forderungen, welche er und seine CDU im Sächsischen Landtag vorher abgelehnt haben. Also glauben wir ihm das? Nein. Natürlich nicht. Wir glauben ihm das nicht. Dann ist es bereits Wahlkampfzeit und nirgendwo wird mehr gelogen als durch die Regierung vor Wahlen. Naja, und bei der Jagd. Glaubt diesem Mann nicht. Es sind leere Versprechungen. Er wird nichts davon umsetzen. Wir als AfD, wir sind die Partei der kleinen Leute. Der Menschen, die früh auf Arbeit gehen. Die früh auf Arbeit gehen, das lernt ihr noch. Die brav ihre viel zu hohen Steuern und Abgaben zahlen. Die immer weniger Geld für ein schönes Leben zur freien Verfügung haben, die einen zweiten Job annehmen müssen, damit sie sich das eine oder andere noch zusätzlich leisten können. Und, liebe Freunde, für diese große Mittelschicht, das sind die meisten Leute hier bei uns in Sachsen und auch in ganz Deutschland, für diese große Mittelschicht sind wir die einzigen Ansprechpartner. Wir stehen für diese Leute im Kampf mit den Altparteien. Für sie, für euch, lassen wir uns auch als Nazis beschimpfen. Und das machen wir mit voller Energie und Leidenschaft, denn wir wissen, es wird sich auszahlen. Wir werden erfolgreich sein. Und wir werden in eine Zukunft gehen, die uns allen gefallen wird. In eine Zukunft, in der Wohlstand und Freiheit für unsere Bürger wieder eine Selbstverständlichkeit sind. Wir werden mit euch, wir werden mit Ihnen zusammen unser geliebtes Land nicht den Grünen und Roten, Sozialisten und Kommunisten überlassen. Und auch keiner CDU, die sich diesen andient, jedes Mal und immer wieder. Sind kein Deut besser. Unser Land und unsere Bürger zuerst, das ist die Devise. Und das setzen wir durch. Wir haben einen langen Atem. Wir sind sehr ausdauernd. Liebe Freunde,
sind viel ausdauernder wie die. Genau. Wir werden 2024, ja, Nazis raus, dann geht er nach Hause. Wir werden 2024 die Landtagswahl in Sachsen gewinnen. Und wir werden den ersten Ministerpräsidenten hier in Sachsen stellen und in die Staatskanzlei bringen. Und liebe Freunde, dann sind wir an dem Punkt, wo wir tatsächlich etwas ändern können. Und das werden wir tun. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und ich vergesse, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Dann sind wir wieder hier, dann machen wir richtig Ballett. Und dann bitte bringt wieder ein mehr mit. Und dann machen wir richtig Stimmung, dann geht's zur Sache. Bis dahin, haut rein, tschüss.